Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zurück bei Turmoil. Ja, letzte Runde relativ durchwachsen. Wir haben leichte Startschwierigkeiten gehabt, dann aber doch noch ein relativ schönes Vorkommen gefunden. Ricardo hat sich von uns weiter abgesetzt und auch Daisy hat uns wieder überholt. Das war jetzt auf jeden Fall was dran ändern. Dementsprechend werde ich jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Direkt wieder starten. Ich denke, alle benötigten Features haben wir inzwischen. Also wir können die Steine wegbohren. Wir haben die Silos geupgradet. Ich denke, das ist eine gute Ausgangsbasis, um da irgendwas rocken zu können. Ich nehme jetzt einfach mal hier oben das Land. Und vielleicht werdet ihr dann auch demnächst irgendwann tatsächlich erstmals erleben, wie ich irgendwo weggeboten werde. Aber das sieht fast nicht so aus. Jo, und dann geht's auch direkt wieder los. Ziel bleibt natürlich unverändert. Ich will das Level definitiv vor dem 1. Dezember beenden, um ganz einfach diese 1000 Dollar da einzusacken. Und das sieht doch schon mal nach einem sehr angenehmen Start aus. Gut, da gleich mal so ein Pony auf die Reise geschickt hier. Auf zur rechten Kompanie. Company, Firma, whatever. Tatsächlich mal wieder nach einem sehr coolen Start aus. Obwohl die Kurse ja schon wieder, naja, geht schon noch. Links holt dann jetzt auch so langsam auf. Ich würde auch sagen, die nächste Fuhre geht dann definitiv in die linke Firma. Gleich noch ein Pony dazu. Jawohl. Na Mensch. Wenn das jetzt alles noch die übelsten Riesenvorkommen wären, dann wäre ich natürlich extremst glücklich. Gut, das linke sieht jetzt nicht schlecht aus, aber so der Hammer ist es nicht. Das hier scheint dann schon echt ein bisschen größer zu sein. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Dementsprechend wird hier dann gleich mal die Pipeline entsprechend gepimpt. Dieses ist jetzt echt nicht von schlechten Eltern. Alter Schwede. Krass. Also auch hier Vollgas. Und entsprechend erstmal noch ein paar Pferdchen dazu. Gut, da ich da ja natürlich jetzt nicht den Hals voll kriegen kann, wenn ich hier schon so zwei so Traumvorkommen gefunden habe, dann muss es da bestimmt auch noch mehr von geben. Mal gucken, ob wir da noch fündig werden. Ja, jetzt wird es dann demnächst auch Zeit, wieder auf die rechte Firma hier umzuschwenken. Ja, genau jetzt. Werde ich jetzt da hier noch zwei Pferdchen mehr engagieren und das Upgrade dazu holen. Aber als Peng scheint hier nicht wirklich fündig zu. Oh, da ganz drüben, der Mensch. Da kann ich ja gar nicht bauen. Oh. Da bin ich mal gespannt, was er da gefunden hat.
Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Leck in der Firma und die verlieren jetzt gerade hier das ganze Öl wieder am Boden. Das wäre natürlich ein Träumchen, da würde ich nur noch nach links verkaufen. Aber gut, okay. Kleines Mini-Vorkommen. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Ja, scheint zu laufen. Also wenn das jetzt noch so vor sich hinrödelt und jetzt kein massiver Kursabfall auf beiden Seiten passiert, dann denke ich mal, könnte das eine äußerst gute Runde werden. Also vor allem jetzt hier dieses Vorkommen scheint tatsächlich noch ganz schöne Vorräte zu haben. Ich gehe jetzt hier mal noch so interessehalber so ein Stückchen nach rechts. Nee, aber das geht dann nicht tiefer. Okay, schade. Aber im Endeffekt gibt es hier überall noch so ein bisschen was zu holen. Ich denke, eventuell könnte man damit die 20.000 dann nochmal knacken. Wenn ich jetzt natürlich zwischendurch noch ein Silo komplett upgraden muss und so, dann ist es wieder eng. Okay. Jetzt kommt ja, glaube ich, gerade der besagte Kursabfall auf beiden Seiten. Jetzt nicht das erste Mal. Ich hau jetzt hier einfach erstmal noch so ein Silo hin. Das hilft ja alles nicht. Bevor ich hier meine kostbaren Waren unter Wert verkaufe. Und ich werde das jetzt nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben. Gehe jetzt nicht bei 80 wieder in den Verkauf. Ich warte jetzt mal, bis hier ein Donner drin ist. Zeitmäßig sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Und dann können die hier in der Zeit das alles noch leer pumpen. Und dann ist das immerhin ein Fünftel mehr Gewinn. Weil da gibt bestimmt noch mehr. Jetzt sind wir hier bei einem Dollar. Ah, $1.10. Komm, hilft dir alles nicht. Weil das Silo dann auch bald bestimmt voll ist. Zack. Und all in. Sehr schön. Jetzt rollt der Rubel, hoffe ich. Ist schon phänomenal, wie schnell die diese Silos da leer kriegen. Ne? Nicht schlecht. Sehr gut. Dass aber die Zahlen hier oben explodieren, das ist ja total, total gut. Ja, und das war's dann auch fast schon wieder. Haben wir dann hier im linken Turm noch einen kleinen Fubbel Öl, aber ich denke, das dauert auch nicht mehr lange, bis der dann gefördert wurde. Hier haben wir schon den Druckabfall drinne. Da können die sich doch noch direkt um kümmern. Ich sehe gerade, also solange sich dieses Zahnrad hier noch dreht, scheint, also Zahnrad, dieses Rad dreht, scheint dann noch tatsächlich was zu passieren, weil hier wohl nichts mehr passiert, dreht sich dieses Rädchen auch nicht mehr. Ah, ich lasse jetzt hier noch kurz Dinge tun. Die sehen auf jeden Fall beschäftigt aus. Jetzt ist es weg, alles klar, das Rad hat aufgehört sich zu drehen. Dementsprechend 20.310, sehr gut. Dann kaufe ich das Land entsprechend raus. Hier unten wäre noch was Schönes gewesen. Mal gucken, ja. Aber ne, gut, kann man nicht wissen. Und dann gehe ich hier entsprechend raus. Und muss sagen, Mensch, wieder ganz schön an Ricardo angeschlossen.
Ich hoffe, es geht weiter so. Wir werden es erfahren in der nächsten Runde mit Turmeul. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.